Das ist Sophie. Sie bereitet ein Fest vor. Das stimmt gar nicht. Mami! Habe ich dich jetzt bestreuselt? Mami, hilf mir bitte. Klar, gerne. Das macht mir großen Spaß. Weißt du, Silvia? Ich hab dich gerne. Ja, und ich dich erst, du. Vorsichtig. 7. Sophie ist nicht ganz so fingerfertig wie andere Kinder. Ihre Mutter hilft ihr gerne, aber nicht zu oft. 8. 8. Willst du wieder weiß machen? Erst du. 8. 8. 9. Und 10. Lieber blau, Mami. Eine blaue? Ja. Und alles ist rot-weiß und eine blaue? Ja. Na, wenn du meinst. Gut. Jetzt. Willst du die reinstecken? Du machst. Nö, das musst du machen. Blau ist dein Wunsch. Hier. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Hm? Super. Gut, und jetzt stellen wir die aber rüber. Heute ist Geburtstag. Geburtstagsfeier heißt heute. Oh! Julius und Richard, Sophies ältere Brüder, helfen mit der Außendekoration fürs Fest. Die drei wohnen mit ihrer Mutter im Stuttgarter Stadtteil Sonnenberg. Die Eltern haben sich vor einigen Jahren getrennt, aber die Kinder sehen ihren Vater oft. Mit eingeladen zur Party, das Filmteam vom Fernsehen. Interviewt werden wollte Sophie nicht, aber wir durften sie vom Geburtstag an für einige Wochen begleiten. Den Kameramann Hardy mochte Sophie sofort. Na du? Na du! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy 6 Klassenkameraden hat sie eingeladen. Happy Birthday! Dankeschön! Sophie, jetzt muss ich eine Minute auf. Schaffst du das? Müssen wir erst mal gucken, ob das die Sophie schafft. Sophie hat nicht ganz so viel Puste wie andere Kinder, aber genug für ihre Geburtstagstorte. Na genau! Ja! Also der Geburtstag von Sophie ist ein besonderer für mich, weil da kommen unwillkürlich die ganzen Empfindungen von jetzt vor 10 Jahren genau an diesem Geburtstag nochmal hoch. Und diese Gefühle und diese Empfindungen, die durchlebe ich quasi immer nochmal wieder. Das war schon ein Schock für uns. Also das war schon, ich wusste auch nicht, wie es weitergehen sollte. Ich konnte mir nicht vorstellen, jemals wieder lachen zu können. Jetzt heul ich. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Wenn ich jetzt weine, dann sind das die Empfindungen, die ich damals hatte, die jetzt nochmal hochkommen. Und das war schon eine Verzweiflung. Du, Jos? Ja? Hier rüber. Da rüber. Was ist das für ein Spiel? Ist das du? Cool. Ich hatte Angst vor mir selber, denke ich. Wie schaffe ich das ein Leben lang? Bis zum Ende meines Lebens habe ich ja dieses Kind, also, ja, meine Tochter, die das Down-Syndrom eben ja, ein Leben lang haben wird. Das war unvorstellbar für mich. Das war unglaublich. Also das war etwas Unfassbares für mich. Ich habe jetzt chronisch ein Leben lang ein Kind mit Down-Syndrom. Sophie hat ein Chromosom mehr als andere Kinder. Sie ist außergewöhnlich, sagt ihre Mutter. Sophie ist geistig und körperlich behindert, sagten die Ärzte nach der Geburt. Ich habe auch damals ein ganz starkes Schuldgefühl empfunden. Und da gibt es eine Szene, wo zwischen einer älteren, sehr erfahrenen Ärztin, die an meinem Bett lehnt und dich danach fragte, ist denn das eine Strafe dafür, wie ich mein Leben jetzt doch so falsch gelebt habe? Und sie war sehr, oder sie ist eine sehr ruhige, sehr bedachtsame Ärztin gewesen. Aber als ich das fragte, hüpfte sie förmlich auf meinem Bett rum und sagte, nein, das ist ihre Chance, das hat einen tiefen Sinn. Sie sollen sich öffnen. Wenn sie sich öffnen, können sie in ihrem Leben weitergehen. Ja, siehst du was? Gott
Sylvia Kowalik ist gläubig, auch wenn sie das Wort Gott selten ausspricht. Irgendjemand, so sagt sie, stellte ihr damals mit Sophie eine Lebensaufgabe. Was das ist, wusste ich überhaupt noch nicht. Ich wusste nur, es ist ein Weg in meinem Leben und ich soll vorwärts gehen. Und das ist was ganz Schwieriges, aber mir wird's zugetraut. Ja, das war ein Zutrauen in mich. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, ich nehme es an. Ich versuche, das anzunehmen. Und in dem Moment wurde es ein Geschenk. Tschüss. Statt mit dem Schicksal zu hadern, einen möglichst normalen Alltag leben. Sophie wurde von klein auf nicht anders behandelt. Sie hat familiäre Pflichten wie ihre Brüder auch. Aber sie alleine zum Einkaufen zu schicken, kostet ihre Mutter immer wieder Mut. Das ist dann alles. Ja. 2,40 € macht es bitte. So. Das gehen Leute. Da oben. So. 7,60 € zurück. Soll ich dir helfen? Ja. Beim Einpacken? Ja. So, guck mal, jetzt mach ich. Ja? So, jetzt. So, Sophie. Was war's? Eine Brezel. Und eine Brezel, das kriegst du von mir. Komm. Hm? So, das kriegst du geschenkt von mir. Hast schon alles und dein Zettel nicht vergessen. Hm? Mach ich. Jo. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß noch. Viel Spaß. Sophie braucht noch ein neues Matheheft. Mit Rand oder ohne Rand? Ohne Rand. Ohne Rand. Jetzt gucken wir mal. So eins. Ja. Also. Danke. Bitte. Im Viertel kennt man Sophie. Sonst unterhält sie sich gerne und mit jedem. Heute, mit dem Kamerateam auf den Fersen, ist sie nicht so gesprächig. Muss noch mehr einkaufen? Das reicht. Oh Mann. Was hast du da alles drin? Nein. Mit? Brot eingekauft. Ja, gut. Ah, also. Tschüss. Ja. Tschüss, Sophie. Gruß daheim. Ja, mach ich. Trotz ihrer Behinderung geht Sophie in die 3. Klasse einer ganz normalen Schule. Ihre Mutter hat das für sie erkämpft. Doch Sophie selbst hat es, hier in diesem Geschäft, eines Tages für sich entschieden. Einmal sollte Sophie eine Milch einkaufen gehen und sie kam sehr lange nicht zurück und ich wurde sehr unruhig und ich hatte schon wirklich Angst gehabt. Also es war wieder an der Grenze, wo ich dachte, mein Gott, was mache ich hier? Aber kurz drauf hörte ich meine Tochter kommen und was hatte die in der Hand? Ein Schreibheft, glückstrahlend kam sie auf mich zu und sagte, Mami, ich will in die Schule gehen oder mit ihren Worten eben. Und deshalb hatte sie sich eigenständig, ohne dass sie das sollte, ein Schreibheft gekauft. Die Milch hatte sie allerdings auch gekauft. Sophie ist auf dem Heimweg. Naja, fast jedenfalls. Ich bin hungrig. Wenn ich mein Rucksack ab, Grüße in dieser Welt. Da komme ich runter. Manche sagen, dass Sophie irgendwie aus Lilliput kommen würde oder dass Sophie viele Sprachfehler hätte, einfach ja, andere noch Schwierigkeiten hätte, überhaupt so. Hat sie ja auch, aber nicht so übertrieben, wie es manche sagen. Also mir ist es ein paar Mal in der Grundschule vorgekommen, dass mich da welche angesprochen haben. Gerade im Schwimmunterricht hatte es so seine Probleme, dass sie da auch, also das geht hin bis zu Handkräftigkeiten, dass sie geschubst wird und so und wortmäßig doch ziemlich häufig. Was sagen die zum Beispiel so? Erzählt mal. Also ich hab mal erlebt, dass ein kleiner Junge zu Sophie gesagt hat, fette Sau und blöde Kuh und so und sie richtig weggeschubst hat, wenn sie irgendwie beim Föhn oder so war und kein anderer Föhn mehr frei war und so. Und insgesamt. Was hast du dann gemacht?
Ja, ich habe den angesprochen, ob er das gut findet, wenn man ihn so beschimpfen würde und so wegschubsen würde. Und also dann hat er sich das schon nochmal überlegt, ob er es nochmal macht. Alles fertig? Du hast die Gutscheine eingepackt? Ja, ich brauche eine Dose. Kein Hut, nein. Und keine Handschuhe. Nein, ist das ganz schön. Diesmal, ich muss schnell gehen. Okay. Tschüssi, Kuss. Tschüssi. Hey, Kuss krieg ich noch. Mathe. Nicht alle Eltern im Viertel sind offen für das außergewöhnliche Kind in ihrer Nachbarschaft. Das ist schmerzlich für Silvia Kowalik. Ich hatte auch unschöne Erlebnisse, ja natürlich. Doch meine Tochter mit einigen Kindern nicht zusammen in die Schule laufen sollte, aus welchem Grund auch immer. Das war allerdings auch wieder der Anlass dazu, dass sich dann andere Mütter und Kinder bereit erklärten und sagten, deine Tochter oder ihre Tochter läuft mit unseren Kindern. Das war dann wieder so eine ganz schöne Erfahrung. Also es ist immer oft beides. Hoch und tief. Der Kampf um einen möglichst normalen Lebensweg für ihre Tochter kostet Sophies Mutter viel Kraft. Erst der 8. Regelkindergarten nahm Sophie auf. Immerhin, die Freie Evangelische Schule wagte den Integrationsversuch auf Anhieb. Hey! Hey! Hallo! Hallo! Tagchen! Tagchen! Servus! Servus! Hey! Hey! Hallo! Hallo! Tagchen! Tagchen! Servus! Servus! Was für ein toller Tag! Komm, schlag mit mir ein! Oberspitzen, mega klasse, heute hier zu sein! Ich bin da, du bist da, Gott ist da! Karte zusammen. Das Rad, guck mal, nee, Rad, Dio. Dio. So, das legst du jetzt hier hin. Nudeln. Ja. Gut. Nudeln. Sonderpädagogin Jutta Nolte unterrichtet Sophie, Klassenlehrerin Corinna Meyer die restlichen Schüler. Freiarbeit statt Frontalunterricht. So kann das besondere Kind gemeinsam mit den anderen lernen. Die Sonderpädagogin hat extra anschauliches Lehrmaterial für Sophie entwickelt. Sophie fördern, aber nicht überfordern. Die tägliche Gratwanderung im Unterricht. Wenn man ein Down-Syndrom-Kind überstrapaziert, kann es passieren, dass es alles wieder vergisst, was es gerade gelernt hatte. Dann heißt es, von vorne beginnen. Was hab ich schon? Erledigte Aufgaben werden im Wochenplan abgehakt. Was hast du gerade gemacht? Bei 1. Nee, das war nicht in 1, Sophie. Das war in einem anderen Kasten. 2. Wie alle anderen Kinder lernt auch Sophie, sich ihre Schularbeiten selbstständig einzuteilen. Sophie, bleibst du noch eine Runde stehen? Ja. Gut. Lukas und Sarah nehmen wir heute. Die Sonderschulpädagogin hat jetzt Pause. So oft es geht, bezieht die Klassenlehrerin Sophie in den normalen Unterricht ein. Auch beim Kopfrechnen unter Zeitdruck. 733. So, eine Aufgabe für dich, Sophie. Aufgepasst. Sophie? 3 plus 1 ergibt 4. Jawohl. Ich habe auch 2. Klasse. Du darfst dich hinsetzen. Okay. Ja? Lukas und C. Halbiere die Zahl 400. Durch Sophie lernen die Kinder mehr, als auf dem Lehrplan steht. Sie lernen Toleranz. Wir lernen alle von ihr, dass wir solche Kinder nicht auslachen, weil nämlich wir kriegen das ja mit, wie das für Sophie ist, wenn sie ausgelacht wird. Für mich gehörte Sophie eigentlich immer dazu, das war eigentlich immer ganz normal für mich. So.
Die hat mich am Anfang, hat sich immer so auf mich geschmissen, hat mich ins Sofa gepresst und die hat, und zum Beispiel, wenn wir gesagt haben, hör auf, da hat sie ganz oft noch nicht aufgehört. Sophie hat gelernt, sich etwas mehr zurückzuhalten. Und die Mitschüler haben sich an ihre temperamentvolle Herzlichkeit gewöhnt. Sie lieben Sophies Fröhlichkeit. Und wenn andere Schüler sie auf dem Schulhof doch mal hänseln, verteidigt ihre Klasse sie. Sie stehen nicht nur für Sophie ein, sondern auch untereinander beobachteten wir einfach ein besseres Miteinander, ein sich einsetzen, ein Schlichten und auch mehr Verständnis für den anderen. Auch für die Leistungen des anderen. Mehr Rücksichtnahme auch, wenn einer vielleicht auch in der Gruppe nicht so schnell ist wie der andere. Sophie gehört dazu. Integration eines begabten Down-Kindes in einer Regelschule funktioniert hier, weil es eine tolerante Klassenlehrerin und einen mutigen Rektor gibt. Sophies Eltern bezahlen das Gehalt der Sonderpädagogin, das im baden-württembergischen Schulgesetz regulär nicht vorgesehen ist. Sophie hat die Welt der Grundschüler erweitert. Und Sophie hat gezeigt, was mancher bezweifelte, dass sie sehr wohl lesen, schreiben und rechnen lernen kann. Das wird ihr später helfen, sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden. Dass Sophie hier willkommen war, dass sie eine Chance bekam, hat auch mit den christlichen Grundsätzen der Freien Evangelischen Schule zu tun. Für mich ist auch die Tatsache, dass vor Gott alle Menschen gleich sind und dass Sophie genauso ein Kind Gottes ist wie die anderen Kinder auch, ist für mich wesentlich, dass es da keine Unterschiede gibt. Und ich denke, wenn man an Gott glaubt, dann glaubt man auch daran, dass auch Gott eine Sophie uns auf Erden schickt, damit wir etwas lernen. Und das hat auch was mit Schöpfung zu tun. Ohne dich, Mami, ohne dich. Und du kannst das wirklich alleine? Ja. Möchtest du mit dem Abakus rechnen? Brauche ich nicht. Ich bin kein Baby. Wie so Mamis nervt manchmal. Gell? Hartli. Noch ein kleiner Flirt mit Kameramann Hardy. Dann lassen die Matheaufgaben sich nicht mehr rausschieben. Abstrakt zu denken, für Down-Kinder ungeheuer schwierig. Also 1, 2, 3. Mathe schien für Sophie anfangs eine verschlossene Welt. Doch nach 6 Monaten löste sich der Knoten und Sophie fing an zu rechnen. Oh Mann, oh. Sich zu konzentrieren fällt der 10-Jährigen schwer. Besonders wenn ihr älterer Bruder nebenan Hip-Hop auflegt. Sophie und die Regelschule. Einige Eltern hatten anfangs Bedenken. Kommt mein Kind vielleicht zu kurz, weil sie zu viel Unterstützung braucht? Ich hab blöd laut gemacht. Ich hasse laut. Das Gegenteil trat ein. Die Klasse mit den 2 Lehrerinnen hat den besten Notendurchschnitt ihres Jahrgangs. Und aus skeptischen wurden solidarische Eltern. Später kam es zu einer Situation, wo ich den finanziellen Teil nicht mehr tragen konnte. Und dann haben die Eltern ohne mein Wissen Geld gesammelt, dass Sophie praktisch weiterhin die Schule für eine gewisse Zeit besuchen durfte. Und das ist unglaublich für mich. Also das ist was ganz, ganz Wunderschönes. Was sich dahinter, hinter diesem Geldsammeln für mich verbirgt, ist natürlich auch eine ganz hohe Solidarität und dieses Bestätigen. Ja, wir wollen Sophie, wir wollen dieses Integrationsprojekt, dass das weitergeführt wird. Bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. T-Shirt habe ich drunter. T-Shirt hast du drunter. Und sonst nimmst du nichts mit. Das Papa-Wochenende beginnt diesmal mit einem besonderen Ausflug, nur für Vater und Tochter. Na, Papa. Mein Schatz. Jetzt geht's los, ja? Es geht los. Jungfarben. Ist das nicht wunderbar? Andreas Kowalik zog nach der Trennung ganz in die Nähe seiner Familie. Jedes 2. Wochenende sind die Kinder bei ihm. Manchmal bringt er Sophie auch morgens in die Schule, bevor er zur Arbeit eilt. Zur Möhringer Jugendfarm geht's auf dem sicheren Tandem. Alleine könnte Sophie das Gleichgewicht nicht halten. Ein Abenteuerspielplatz mit Tieren,
Sophie liebt diesen Ort. Mach Schmelze, dann ist einfacher. Also, Garibaldi. So, Sophie, was möchtest du heute machen? Ich werde mal ausmisten. Ja, da bist du leider schon ein bisschen spät. Da sind wir schon durch. Wir haben schon ausgemistet. Was magst du denn was anderes machen mit den Pferden? Putzen. Sophie? So, putzen. Pferd putzen? Putzen. Ja. Und die Hanna nimmt die Sophia mit. Wir putzen den Garibaldi. Auf zwei. Okay. Um zwei. Der Alltag mit Sophie, häufig eine Übung in Geduld. Und gerade am Wochenende für den Vater oft ein schwieriger Spagat zwischen den Wünschen seiner Söhne und den Fähigkeiten seiner Tochter. Sie ist einfach langsamer und bestimmte Dinge gehen eben nicht mit ihr. Wenn ich mit den Jungs Bogenschießen gehe oder eine Fahrradtour machen will, dann heißt es eben immer, wir müssen auf Sophie warten und das ist dann schon schwierig. Also mit ihren 10 Jahren kann sie einfach einige Dinge, die ein sonst 10-jähriges Mädchen kann, noch nicht. Anfangs hatte Sophie Angst vor den Pferden. Und den anderen Jugendfarmkindern war Sophie fremd. Doch beides ist verflogen. Guck mal, wie viele Haare. Ich weiß. So machst du es gut, Sophie. Ja, sehr gut machst du das. Danke. Sophie ist ganz im Augenblick und das ist so toll, das ist so faszinierend. Das möchte man festhalten, diesen Augenblick. Und es geht nicht, aber das bringt mich ein Stückchen weiter in den Tag hinein, ne? Dass ich mir immer wieder dann sagen kann, versuch's doch auch mal so. Ja? Jetzt ist dieses dran und nicht schon wieder daran denken, was man als nächstes machen muss, sondern jetzt ist eben diese eine Sache dran und dann kann man die auch gut machen. Du willst jetzt reiten? Das Pferd. Pferd führen? Und mit wer sitzt denn auf dem Pferd? Ja, wenn du Lust hast, dann musst du jetzt kommen. Jetzt ist der Putzi frei, hm? Ich will führen. Ja, dann komm mal vor mit zur Reitbahn. Kommst du bitte? Wir kommen gleich. Geh schon mal. Wir kommen sofort, okay? Komm! In der Schule, wo sie jetzt ist, wo sie sicher ganz optimal aufgehoben ist, geht es halt für die Grundschule. Aber die Frage, wie wird es dann mit den weiterführenden Schulen werden? Und wenn tatsächlich der Leistungsdruck oder die Leistungsforderung konkretisiert wird in Form von Noten. Das ist eine konkrete Sorge, wie es da weitergeht. Ja, und guck auf den Putzi. Du musst ja gucken, was er macht. Putzi, nur da lang. Geradeaus, ja? Nicht abbauen, okay? Nein. Sophie ist selbstbewusst geworden, weil ihre Eltern sie mitten ins Leben gestellt haben. Doch sie spürt auch täglich, dass sie anders ist. Darüber weint sie manchmal. Für die Tochter einzustehen, hat letztlich auch die Eltern selbstbewusster gemacht. Aber Mut braucht Sophies Mutter nach wie vor jeden Tag. Ich setze ein ganzes Stückchen Vertrauen in meine Tochter, wobei das ganz häufig auch eine Gratwanderung ist. Also als sie so die ersten Male alleine einkaufen ging, es ist nicht so weit, es sind auch nur 2, 3 Querstraßen weiter und sowas, da bin ich hinter den Autos immer und hinter den Büschen ihr danach gelaufen, ob es denn auch wirklich klappte. Und jetzt immer noch, ich warte immer noch, ob sie geht ja alleine von der Schule nach Hause, ob sie auch wirklich ankommt. Das ist immer noch so eine Sorge. Aber trotzdem denke ich, wenn ich nicht ein Stückchen Vertrauen in sie hereinsetze, dann kann sie es ja gar nicht lernen und sich beweisen. Ich kann sie nicht vor allem abschirmen, vor allen Schwierigkeiten. Das Einzige, was ich machen kann, ist sie stärken im Selbstbewusstsein und im Umgehen mit den Situationen des Alltags. Zu Sophies Alltag gehört auch das Ballett. Natürlich kommt sie in die Tanzstelle in Stuttgart-Möhringen allein. Ohne dich, Mami. Ganz nebenbei stärkt das Tanzen ihre Muskeln, eine Schwachstelle bei Down-Syndrom-Kindern. Jetzt komm! Nee,
die bringen mal nach Hause, die Stella. Aber du kannst sie ja mal wieder einladen. Möchtest du mal einladen? Die Arme sind hier, ganz rund. Und wir machen auf. Auch zwischen den Ballettmädchen und Sophie kam die Liebe erst auf den zweiten Blick. Es gab eigentlich ein Schlüsselerlebnis. In dem Tanz ging es darum, dass die Kinder sich wandeln sollten von einer traurigen Prinzessin zu einer fröhlichen Prinzessin. Und jedes Kind durfte einmal durch den ganzen Raum springen, hüpfen als fröhliche Prinzessin. Und wir haben also geübt, jedes Kind für sich. Und es war nicht einfach, wirklich fröhlich zu sein. Und Sophie ist es auf Anhieb gelungen. Da war wirklich Freude pur. Und die Freude war so ansteckend für alle anderen. Ja, das war ein ganz schönes Erlebnis, ein schönes Gefühl für die ganze Gruppe. Und darauf hat eigentlich alles Weitere aufgebaut. Ja, aber noch einmal. Halt, stopp. Sophies Schulweg geht an unserem Haus vorbei und da sehe ich sie ab und an mal, wie sie sich auch mit viel Zeit dem Schulweg widmet, wirklich widmet. Also es kann sein, sie lässt ihren Hut im Wind fliegen und beschäftigt sich da damit oder sie unterhält sich mit irgendjemand ganz ausdauernd oder es gibt so ein Geländer und dieses Geländer inspiziert sie und rutscht rauf und runter. Sie lässt sich zu allem viel Zeit. Also auf mich wirkt es so, wie wenn sie sich allem wirklich mit Haut und Haaren widmet. Sie will im Kindergarten mal arbeiten. Ja, das ist ihr Wunsch. Jetzt weiß ich von anderen, die jetzt schon dort arbeiten, es ist möglich, als Hilfskindergärtnerin meinen Abschluss zu machen und dort zu arbeiten. Und jetzt muss ich mal schauen, jeden Tag neu, wie geht's meiner Tochter und was kann die? Ja, ich bin gespannt eigentlich. Und wie wird sie zurechtkommen? Ja, so in ihrer Umgebung, in ihrer Umwelt, mit den Leuten, die sie auch irgendwann für sich raussucht. Was ich noch wissen wollte, Sophie, ist, ob du gerne in die Schule gehst. Ja. Und welches ist dein Lieblingsfach? Alles. Alles? Gibt's eins, das du nicht leiden kannst? Alle, also freuen, der geht gleich. Mein bester Freund und vielleicht ich meine Farbe. Ja. Die Sonne lacht so schön, die Sonne steht im Mond nicht. Sophie? Hallo, Motte.